Ja, es war so, heute hat man ja solche Dinge, gerade jetzt in diesen Tagen, Massen auf der Straße, nicht wahr? Die kennen wir ja nun schon. Aber das war damals nicht so ganz häufig, nicht? Ich weiß noch, meine Braut und ich, wir waren unter den Linden irgendwie spazieren gegangen und auch in der Erwartung, was kommt nun. Und da sahen wir dann die SA ankommen mit Fackeln und die Massen drängten sich dann etwa vom Brandenburger Tor bis zur Wilhelmstraße, bis zur Reichskanzlei, in einer wirklich erstaunlichen Weise und wurden hysterisch geradezu mit ihrem Geschrei, mit ihrer Zustimmung, nicht? Und das hat mich sehr abgestoßen damals, das weiß ich noch. Ich dachte mir, wenn das so ist, dass man auf diese Weise Zustimmung braucht, dann ist das keine sehr gesunde Entwicklung, die dann kommt, nicht? Also wir beide, meine Braut und ich, wir waren noch ziemlich entsetzt über diese Geschichte. Nun muss ich dazu sagen, ich war eben doch schon eine ganze Weile mit Bonhoeffer zusammen. Und Bonhoeffer war einer von den wenigen ganz klaren Geistern. Das liegt auch an seiner Familie. Das sind alles Leute gewesen, die mit ziemlichem Einfluss irgendwie auch reingucken konnten in die Staatsgeschäfte und wussten ein bisschen, was gespielt wird. Und also ich wüsste nicht, was mit mir geworden wäre, wenn ich den Bonhoeffer nicht gehabt hätte. Nicht? Also ich will jetzt nicht behaupten, dass ich da ein großer Charakterheld gewesen sei, sondern das war einfach die Überzeugung, die man durch ihn gewann, so kann man nicht miteinander umgehen. Das kann nicht zum Wohl unseres Volkes oder des Staates sein. Das kann man nur ablehnen, nicht? Und das hat mich doch sehr getragen und bin dafür unendlich dankbar, dass ich dann auch ohne Schwierigkeiten den Weg in die bekennende Kirche gefunden habe. Also Sie haben geschrieben, dass dieser Fackelzug sich ganz anders abgespielt hat, als er Ja, dargestellt wird. also der wurde ja später wie eine große Parade so dargestellt mit Sechserreihen oder Achterreihen, ich weiß nicht wie viel. Das war ganz anders. Da wanden sich so immer drei Leute nebeneinander durch die Menge. Keineswegs etwa die Straße frei oder sowas ähnliches, sondern es war wirklich ein Durchwinden, nicht? Ein Durchkämpfen fast, nicht? Also ganz anders, als es nachher so heroisch herausgebracht worden ist, nicht? War das trotzdem so was Rauschhaftes, Ekstatisches dabei? Ja, den Eindruck hatte man sehr stark, ja. Also sehr viel, also Leute, die eigentlich nicht viel Ahnung von Politik hatten, die schrien da ganz laut und stimmten dem dann zu. Also, wie gesagt, das hat mich also abgestoßen und ist bei mir so ein bisschen haften geblieben, nicht, in der ganzen Geschichte. Und insofern hat einen das nachher nicht so sehr gewundert, was kam. Ist Natürlich da war es ja auch so, dass die Propaganda so gekonnt war, nicht, dass man vieles nicht so bemerkte, wie es eigentlich zu bemerken war. Zum Beispiel die Frage der Reichstagsbrand, naja.